Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Grüß dich Jochen. Es waren zwei ruhige Wochen, wir konnten nicht produzieren, lag an mir und jetzt sitzen wir aber wieder hier. Du fährst ja diese Woche zur Messe, das wird ein großes Thema in der nächsten Folge, aber bereitest du dich davor? Die ist in Berlin, du hast mir gerade gesagt, das ist die größte. Ja, also in Berlin ist eine wahnsinnig große Angelmesse, weißt du, da ist also alles, was in der Angelszene Rang und Namen hat, alle Firmen sind da vertreten, weißt du, ein wahnsinniges Publikum andrang, ist hochinteressant, die ganzen Verbände präsentieren sich da, die ganzen großen Firmen da, du siehst Neuheiten da, kleine Firmen und du triffst eben jeden aus der Angelszene, weißt du, gerade die neuen YouTube-Stars, das ist ja heute alles, wird ja alles gestreamt, gefilmt und es gibt da so viele Formate, weißt du, und die drücken sich da rum und das Publikum kommt, also ist wirklich hochinteressant, also dieses Jahr Anfang Dezember, Freitag, Sonntag, Sonntag, das erste Wochenende im Dezember und also eine wirklich, also mit Abstand die größte Angelmesse in Deutschland, weißt du, früher hatten wir ja mal eine Anspo, das war so eine Riesenmesse für Produzenten und Hersteller und die ist einfach eingestellt worden, die gibt es nicht mehr und jetzt eben trifft sich die Creme de la Creme der Angelszene da in Berlin, weißt du, ist auch wirklich toll gemacht, werden große Vorträge gehalten und die ganzen YouTube-Stars, alles ist da. Sag mal, wenn du so die ganzen YouTube-Stars siehst auf so einer Messe, ist dir das eigentlich eher fremd oder sagst du, nein, eigentlich ist das cool, das trägt das Hobby auch weiter nach draußen zu Leuten, die vielleicht damit gar keinen Kontakt haben oder sagst du, also, das ist ein Quatsch. Na, Quatsch ist es eigentlich nicht. Was, man nimmt ja immer irgendwie was mit. Was, guck mal, das ist ja so, wenn du so wie ich jetzt war, so als alter, erfahrener Angler, dann setzt du ja irgendwelche Dinge voraus, weißt du, und die du schon beherrschst. Und was, und viele Leute saugen das ja in sich auf. Der Nachteil ist natürlich, was, die Leute sehen das und denken, es ist relativ einfach, einen Fisch zu fangen. Man muss ja ganz ehrlich sein. Guck mal, egal, ob du jetzt so ein YouTube-Star bist und die irgendwie im Format zeigen, die zeigen natürlich immer nur die schönen Bilder. Ne? Die Realität, dass du auch mal am Tag am Angeln sitzt, was du nichts fängst. Also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, Jochen, wir haben ja hier Traumgewässer oben in Nordfriesland, was du, und ich habe, also es war für mich ist eigentlich selbstverständlich, wenn ich jetzt zum Angeln fahre, weißt du, an das Gewässer, dass ich zumindest einen Zander fange oder Kontakt habe. Aber ich war jetzt auch 3 Tage, also das heißt 3 Nachmittage da, ohne, weißt du, und am Sonntag, das war praktisch der 4. Angeltag, da war ich dann hell erleichtert, da habe ich eben 2 Zander gefangen. Also, und wenn die Leute das dann sehen, im Fernsehen, weißt du, und bei YouTube oder ähnliches, dann denken sie, Mensch, das ist ja so einfach, gehen in den Angelladen und wollen gleich das Gerät haben, was sie denn da sehen, das kurbelt natürlich den Umsatz um, und weil wenn ich mit dem entsprechenden Gerät und mit den Ködern da zum Angeln gehe, dann fange ich alles. So ist es nicht. Guck mal, ich kann dir aus der Praxis immer, ich bin da ja auch immer ehrlich, was ich habe jetzt von der Firma Diver, was die mich ja so ein bisschen unterstützt, habe ich ein paar Gummifische gekriegt, was du zu testen, neue Gummifische in unterschiedlichen Farben. Also von über Fire Tiger bis weiß und grün schattiert und ähnliches, was du. Und ich habe jetzt mit diesen Gummifischen geangelt, Jochen. Und mit allen Farben. Mit allen Farben habe ich gefangen. Also vom Weiß mit Glitter, was du bist, Fire Tiger schwarz mit roten Rücken und richtig, also knalligen Farben, du würdest sagen, wie so ein Zirkusfisch. Ich habe wirklich mit allen Farben gefangen. Und was du mit mir zugleich sind ja auch mal ein paar andere Angler am Gewässer. Und ich sehe dann auch immer wieder, weißt du, da jeder hat ja so seinen Lieblingsköder, mit dem er fischt und alles. Darum sage ich immer wieder, das Vertrauen in Köder ist ganz wichtig. Und ich sehe dann immer, weißt du, an dem gleichen Gewässer mit unterschiedlichen Ködern und alle fangen ihren Fische. Also diese ganze Ködergeschichte, dass der ultimative Köder ist, weißt du, und auch bei diesen ganzen YouTube-Filmen, wenn die Leute kritisch hingucken, was wir sehen zum Beispiel bei einem Format 5 oder 6 Angler am Gewässer, ne? Und alle fangen unterschiedlich, das liegt einmal am Gewässer, am Gewässertyp und an der Köder, aber alle haben unterschiedliche Köder und ich sage, ich mache ja auch hier Schiedsrichter bei der Fisch- und Fangprofiliga, das ist eigentlich die Mutter aller Wettbewerbe, was das war, mal die Fachzeitschrift Fisch und Fang hat mal so eine Profiliga ins Leben gerufen vor etlichen Jahren. Und da war diese ganze YouTube-Welle mit den ganzen Predator-Touren und sowas alles, die gab es dann gar nicht, nicht. Das war eigentlich so, die hatten dann eben namhafte Angler eingeladen, die dann an einem Gewässer gefischt haben, früher in dem gleichen Gewässer oder in einem Umkreis von 100 Kilometer, in einer festgelegten Zeit, was so durften die fischen. Und was dann heißt das ja immer, der frühe Vogel frisch
fängt den Wurm oder ähnliches. Also wir müssen morgens früh los. Dann sind wir morgens früh los, was du im Morgengrauen schon todmüde im Wasser gestanden und geworfen und geworfen. Es passiert nichts. Und dann, was du, gibt es ja heute so, WhatsApp-Gruppe, was du, sind 5 Angler unterwegs im Umkreis von 100 Kilometer. Und auf einmal um 9 Uhr, bling, 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 da wird auf einmal in allen Wasserabschnitten gefangen mit unterschiedlichen Ködern. Dann öffnet sich, sag ich mal, das Beißfenster. Dann kriegen die Fische wahrscheinlich Hunger oder stimmt die äußeren Bedingungen, dass es da stimmt. Deswegen darf man sich nicht so verrückt machen lassen, weißt du. Und es ist also, Angeln ist immer noch was so Ausdauer, zur richtigen Zeit am richtigen Gewässer und dann den Köder des Vertrauens reinwerfen. Und deswegen, was so diese ganze YouTube-Szene belebt das unheimlich, weißt du, aber es ist eben auch, weißt du, das ist dann auch mal ein kurzfristiges Aufflackern und die Leute verlieren dann den Mut, weißt du, wenn du jetzt, wie ich jetzt, in strömenden Regen 3 Tage, wir haben hier ein Sauwetter gehabt die letzte Zeit, wir haben ständig Hochwasser, es ist, Wasserstand ist wahnsinnig. Wo stellst du dich dann hin? Das ist doch alles matschig. Warthose, ja. Dann also stehst rein du bis, da. Rein und dann bist an die Brust ins Wasser. Aber kommst du nicht mehr raus? Na doch, du musst ja auch. Ich habe auch jetzt gerade hatte ich einen Kollegen, der mit mir was im Alter ist, war so, der wollte dann auch gerne angeln, dann war doch etwas unsicher. Also wenn du mit Warthose, egal, wenn ein fremdes Gewässer geht, ist immer sehr hilfreich ein Wartstock, dass du zumindest das Gefühl hast, du kannst dich ein bisschen abstürzen und festhalten. Und dann darfst du eben den Fuß nicht hochheben, du schlorst. Ne? Dann merkst du nicht, ob ein Hindernis kommt, ob eine Kante kommt oder ähnliches, sonst gehst du gleich baden. Nicht? Also ich kenne, aber wie gesagt, ich hoffe jetzt, wir haben ja jetzt 2 Tage ohne Regen. Ich hoffe ja, dass es jetzt allmählich sich das Land, also überall stehen ja hier bei uns die Felder blank, die Gräben sind strichvoll, das Wasser steigt bei uns in der Ahrlauf, was du, während du da stehst und musst aufpassen, musst deine Tasche immer weiter zurücksetzen, dass sie noch trocken steht. Was hat das denn nicht für Folgen für die Fische? Ich weiß, Folgen für die Fischreiher auf alle Fälle, die stehen da schön gemütlich am Rand und freuen sich. Gibt es denn jetzt auch mehr Fisch dann, wenn der Spiegel so hoch ist? Naja, guck mal, jetzt ist ja Herbstzeit, ja. Ne? Ist ja Raubfischzeit, also nein. Guck mal, der einzige Vorteil ist immer, was so durch diese Wahnsinnswassermassen wird da endlich mal der ganze Dreck mit rausgespült. Ne? Also du kannst jetzt wunderbar angeln, was so, wenn du jetzt so ein stehendes Gewässer hast, wo das ganze Jahr Laub und ähnliches reinfällt, hast du ja immer irgendwelchen Dreck am Haken. Ne? Und bei uns ist das jetzt so sauber gefegt, weißt du, weil diese Wahnsinnswassermassen, die ziehen natürlich auch den Schmutz, das Totholz und ähnliches mit raus. Man kann mehr sehen. Du kannst mehr sehen, obwohl das Wasser ja sehr trübe ist. Guck mal, es kommt immer darauf an, welche Fischart du befischst. Weißt du, jetzt bei uns ist eben der Hecht im Augenblick der Zielfisch Nummer 1. Der Zander. Mhm. Der Zander liebt trübes Wasser. Nicht? Also der braucht kein klares Wasser. Das ist ein Sichträuber. Am besten ist, wenn das Wasser so ein bisschen mitteltrübe ist und du suchst für einen Zander eben Strecken, weißt du, wo du einen richtig festen Grund hast, weißt du, auch diesen harten, festen Grund, und trübes Wasser ist für einen Zander ideal. Aber weißt du, es gibt keine Regel, ohne dass sie gebrochen wird. Ich habe am Sonntag neben einem befreundeten Angler gestanden, also wir haben beide gezielt mit Gummifisch auf Zander geangelt, und er hatte einen Gummifisch von 7,5 cm Größe an einem 5 Gramm Bleikopf. Ne? Den hat er rausgeworfen, auf einmal war eine Kute krumm bis zum Anschlag. Ich war der, was du, ich habe dann gleich geholfen, soll ich dir helfen? Ja, bitte. Dann bin ich zu ihm hingewartet, Jochen, dann hatte der einen 1,20 Meter Hecht an diesem 7 cm Gummifisch in dem trüben, braunen Wasser. Ne? Eigentlich ist der Hecht ja ein Sichträuber, braucht klares, sauberes Wasser. Nicht? Und wir haben im Blaub und eine dicke Brühe, also ist generell alles möglich. Also wie gesagt, du musst einfach nur losgehen und fischen. Weißt du? Und deswegen auf diesen Messen, was du jetzt, die hochinteressant sind, du kannst ja auch die Vergleichspunkte, guck mal, es ist ja, in jedem anderen Angelladen ist es wie auf dem Jahrmarkt, weißt du, so eine Süßigkeitsbude, weißt du, das ist so, ja, von eine alle Tüte Farben, gemischtes. Alles nicht, und du musst einfach Vertrauen haben in den Köder, und weißt du, und da lassen sich natürlich viele leiten und sehen, jetzt mal sagen, einen von den neuen YouTube-Stars, weißt du, der fischt dann eben mit dem und dem Köder, und der muss das sein, den brauche ich einfach nur ans Ufer legen, dann springen mir schon die Fische von alleine in den Kescher, und so ist es aber wirklich nicht. Also glaubt nur den richtig guten YouTube-Kanälen, unser Podcast ist nämlich auch auf YouTube. Hat ein paar Klicks, also wenn man bei YouTube Horst und der Fisch eingibt, wird man diesen Podcast auch finden, auf alle Fälle. Aber das wäre doch nochmal noch eine Karriere für dich. Ach, Jochen, also ehrlich, ich werde ja so oft gefragt, also guck mal, ich bin ja nun schon
nicht mehr taufrisch. Weißt du, ich bin ja froh. Sieht aber gut aus. Ich bin auch froh und dankbar, dass ich das auch in meinem Alter alles kann, Jochen. Also muss ich ehrlich sagen, also ich stehe tatsächlich bis zur Brust im Wasser und angel. Und wenn ich so bei jüngere Kollegen sehe, die dann schon nach 50 Würfen Pause machen müssen, am Ufer sitzen und sowas, ich ziehe immer noch eisern durch. Und ich sage, ich habe neulich einen Kollegen mitgehabt, weißt du, der dann auf dem Wasser stand, der das noch nicht kannte. Und den habe ich gesagt, komm her, ich zeige dir das mal, hier ist eine Stelle, weißt du, wo du gut ins Wasser rein kannst, weil wir eben Hochwasser hatten, und bin dann so vorweggegangen und der ist hinterhergekommen, habe ich gesagt, um Gottes Willen, weißt du, du merkst, dass er dann einfach unsicher war, weißt du, und ist ja auch, weißt du, einfach ins Wasser reinsteigen, was du nicht kennst und ähnliches. Nein, nein, das ist schon ein Segen und wie gesagt, weißt du, Jochen, es ist ja dadurch, dass man eben so lange wie ich angel und natürlich das Glück habe, weißt du, dass ich dann eben auch durch Filme, Videos und so einen Bekanntheitsgrad habe, weißt du, wird das einfach schon zu viel. Du kriegst ständig irgendwelche Anfragen von Leuten, die wollen gerne mit mir angeln und dies und das machen. Ich kann einfach nicht mehr, weißt du, ich habe ja auch eine Familie und ein Haus und Garten, also mehr kann ich nicht. Guck mal, ich habe jetzt schon wieder die Reisepläne für nächstes Jahr. Ich glaube, ich fahre insgesamt 4 oder 5 Mal nach Norwegen, weißt du, wir produzieren dann da Videos. Ich drehe mit Heinz wieder 7 Folgen für Route raus, weißt du. Ich mache jetzt noch die Messe. Hast du jetzt ein Geheimnis verraten? Nö. Okay. Nee, die Serie geht weiter. Was ist ja kein Geheimnis? Also wir sind ja so erfolgreich, dank der ganzen Zuschauer. Und ich meine, das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Du musst natürlich, wenn du dich in die Öffentlichkeit begibst, natürlich auch mit leben, dass die Leute irgendwelche Wünsche an dich ran. Aber alles nette Leute, weißt du, wenn er zur Messe kommt, ich freue mich immer, weißt du, wenn die Leute sind begeistert. Und das Schönste ist ja, Jochen, wir haben so viele jugendliche Fans, da kommen Eltern mit ihren Kindern, weißt du, die sich unsere Sendung angeguckt haben. Mhm. Und dadurch wollen die zum Angeln. Und die Eltern sind gezwungen, die Sportfischerprüfung zu machen und um mit ihrem Kiddies angeln zu gehen. Dieses Wort. Ich habe gerade ganz kurz, haben sich meine Haare aufgestellt und ich habe ein ganz schlechtes Gewissen gehabt. Entschuldigung, ich habe unterbrochen. Nee, ist kein Problem. Aber du glaubst gar nicht, weißt du, da wo ich auch immer zum Angeln gehe, hier bei uns, weißt du, da kommt auch ein Vater mit seinem Sohn. Der Junge ist 9 Jahre alt, Jochen. Den habe ich werfen sehen, da kann sich mancher alte Angler eine Scheibe von abschneiden. Der steht mit seinem Vater bei uns an der Kante und angelt intensiv und hat dann auch das große Glück und fängt, er war jetzt, auch am Sonntag, also vor 2 Tagen, war er da mit seinem Vater und hat einen wunderschönen Zander gefangen. Der Junge, der Vater nicht, der Junge wollte nachher schon nach Hause, es wurde dunkel, aber der Vater hatte den Ehrgeiz, der wollte auch gerne noch, er hat wohl keinen gekriegt, aber der Junge, da haben wir uns alle, die da waren, mitgefreut, was so also ein, du siehst ja, was so, wenn der diese Gene hat, der Junge hat quasi seinen Vater gezwungen, zum Angeln zu fahren, weißt du, und der steht mit einem Feuereifer da am Ufer und beherrscht das Angeln schon als 9-Jähriger. Also alle Hochachtung, weißt du, wie gut und gezielt er den Köder führen kann und genau weiß, was er macht, weißt du. Was sagt er noch? Wir haben den Zander-Code geknackt. Hat er gesagt? Ja, ja. Aber nicht der Papa. Nee, der Junge war also ganz sympathischer, netter junger Mann. Und solche Angler, weißt du, erlebe ich immer wieder auf den Messen, die kommen mit ihren Eltern, weißt du, wollen dann auch gerne mal ein Selfie oder ein Autogramm haben und freuen sich einfach und sagen, also macht bloß weiter, eure Sendung gefällt uns sehr gut, ist eben sehr unterhaltsam und wir zeigen es eigentlich, wie das Angeln ist, dass wir auch mal einen Tag angeln, wo wir nichts fangen. Ne? Bereust du es manchmal, in die Öffentlichkeit gegangen zu sein? Nein, nein, überhaupt nicht, Jochen. Ich meine, das im Gegenteil, weißt du, das ist, wenn, guck mal, es ist ja so, wenn du keinen Erfolg hast, dann würde schon das Fernsehen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, was du die Klicks nicht mehr stimmen oder die Einschaltquote nicht stimmt, dann würden die sagen, es ist kein Interesse, wir sind öffentlich-rechtliches Fernsehen, stellen wir ein. Nicht? Und wir haben, Heinz hat jetzt gerade eine Auswertung gemacht, wir haben immer steigende Zuschauerzahlen. Nicht? Also egal auf welchen Kanälen, du kannst das ja heute in der Mediathek gucken, du kannst bei YouTube gucken oder lineal im Fernsehen und das ist eben noch nach wie vor sehr erfolgreich und bringt mir auch Spaß. Ich hoffe auch immer, dass ich noch gut gesund bleibt, weißt du, dass ich das noch eine gewisse Zeit machen kann. Meine größte Sorge ist ja, Jochen, dass die Leute irgendwann sagen, was will der alte Tatterkreis da? Jochen, musst du mal überlegen, ich mache das Geschäft ja schon etwas länger. Ich glaube, vor
circa 20 Jahren oder noch länger her, habe ich auf einer Messe gestanden in Rastatt, ein riesiger Angelladen da, was zu ziehen, machen jedes Jahr eine große Messe, auch eine Meeresanglermesse, was so. Und ich stehe da mit meinem Geraffel, das Divergerät und ähnliches, was ich dann vorführe und den Leuten ein bisschen was vorlüge, was so. Und dann kommt ein Vater mit seinem Sohn rein, dann hört wieder der Vater, sagt, ach, der Norwegen-Opa ist auch wieder da. Das ist aber schon 20 Jahre her. Weißt du? Ja, das kannst du aber noch mit Humor nehmen, oder? Absolut. Ja. Ja. Du, ich weiß ja, wie alt ich bin, weißt du, und ich weiß, was weißt du, wie dankbar ich sein muss, dass ich das kann. Weißt du, ich kenne ja meine, weißt du, meine Eltern, meine Großeltern, meine Schwiegereltern, weißt du, die waren ja wirklich in meinem Alter alte Leute und ich fühle mich einfach nicht so, weißt du, dass ich so alt bin, wie ich bin, ist einfach so, Jochen, ne? Und deswegen muss man doch für jeden Tag dankbar sein, den man noch so genießen kann und körperlich einigermaßen auf Zack ist. Hast du denn dann eigentlich eine Bucketlist, also Dinge, die du auf alle Fälle noch erreichen willst, Fische, nein, die du noch fangen möchtest, Orte, die du noch besuchen willst, wo du sagst, okay, das muss natürlich, den Kopf des Fisches, der muss noch in meinem Hobbykeller. Nein, ja, also im Gegenteil, was so, ich verstehe auch nicht immer dieses, was so, immer diese Yacht noch größer, noch breiter, also eine Mutti fangen oder ähnliches. Ich freue mich über jeden Fisch, auch selbst wenn der untermaßig ist, was du weißt ja im ersten Augenblick nicht, wenn du diesen Tock, diesen Biss kriegst, was so, und ich bin dann mehr so der Frequenzangler, was ich habe lieber mehr Action, was so, guck mal, du wirst auf meinem Handy findest du kein Fischfoto. Ne? Ich fotografiere mich nicht selber, fotografiere auch meine Fische nicht. Ich kenne ja viele Angler, weißt du, wenn die ihr Bilderbuch aufschlagen und man tut dann ja auch interessiert und zeigen ihre Fänger, sind ja auch zu recht stolz darauf. Also wenn mich jemand nach einem Fangfoto fragt, was ja mal vorkommt für die Presse oder sonst was ähnliches, sage ich immer, kann ich leider nicht mit dienen. Ich fotografiere mich nicht selber und ich habe auch nicht das Recht am Foto. Also müsst ihr schon mal bei Diver oder bei Fisch und Fang oder nachfragen, was du, und dann wird dann mal ein Foto veröffentlicht. Also so eitel bin ich da nicht. Was so, und ich habe so viel erlebt in meinem Leben und so viel gefangen, was so, dass ich da sehr dankbar für bin. Und also, und was so, der einzige Nachteil ist, ich habe auch keine Lust mehr, so weit zu reisen. Also jetzt mal sagen, 12 Stunden im Flieger zu sitzen, um einen Traumfisch irgendwo zu fangen oder so. Da, wenn ich daran denke, dass ich denn da, weißt du, dann müsste ich schon mindestens erster Klasse fliegen, dass ich mich da mal hinlegen kann oder so. Aber da an der Holzklasse und dann dreimal umsteigen und dieser ganze Stress mit der Fliegerei, dann bleibe ich lieber hier. Du, ich hatte jetzt eine Einladung zum Bottenangeln, was so mein Freund Matthias Fuhrmann, der ja dann Guiding-Unternehmen hat, was so, wäre ich auch gerne hingefangen, aber wir haben leider so ein paar Arzttermine, dass ich das nicht wahrnehmen konnte. Aber ich, was so, auch dann überlege ich, Mensch, da kannst du nach Rügen fahren, was so 4 Stunden und dann da übernachten und der ganze Trappel und du hast das hier so schön. Ich habe ja so viele Fische gefangen, was du, ob der jetzt noch einen Zentimeter länger ist als der nächste, ähnliches. Deswegen messe ich auch gar keine Fische, weißt du, wenn die maßig sind und ich muss sie entnehmen, dann werden sie weitgerecht getötet und mitgenommen und verzehrt und alles andere setze ich dann auch gerne mal zurück, was untermaßig ist und, oder was ich nicht sinnvoll verwerten kann. Hauptsache, ich bin in der Natur und kann angeln. Hast du eigentlich einen Zwiespalt, wenn du so auf der Messe bist? Weil einmal sagst du ja relativ oft, auch hier im Podcast, das ist eigentlich viel Schnickschnack und Sachen, die man eigentlich auch nicht braucht. Andererseits arbeitest du natürlich in der Industrie, kennst viele Firmen und hast ja auch ein Interesse, dass es denen gut geht. Gehst du da so einen Mittelweg, spazierst auf so einem Grat? Ich habe ja das Glück einmal, dass ich eine Firma vertrete, was so, und hinter deren Produkte ich vollkommen stehe. Was, das ist alles so Hochqualität. Und ich zeige auch nur Produkte und empfehle die, mit denen ich selber gefische oder gefischt habe. Ne? Also da, ich bin von meinem Gerät, mit dem ich schon seit Jahren fische, so überzeugt, dass ich das glaubwürdig rüberbringen kann, weißt du, und alles, was ich, mal sagen, auf der Messe präsentiere, hat schon, ich bin ja nur in erster Linie Meeresangler, so Norwegen und den, weiß ich jetzt, bei uns ist nicht mehr so doll, hat schon mal Salzwasser gesehen und ist qualitativ hochwertig, dass ich das mit gutem Gewissen, was du glaubwürdig rüberbringen kann, weißt du, und ein Produkt, von dem ich nicht überzeugt wäre, würde ich auch nicht empfehlen. Das nehmen mir die Leute auch ab, weißt du, guck mal, wir haben ja zum Beispiel, ich fische zum Beispiel beim extrem Meeresfischen mit solchen sogenannten Inline-Routen. Das heißt, also die Route hat keine Ringe mehr. Die Schnur läuft innen drin im Blank. Das ist für viele Menschen eine Neuheit. Ich fische die Dinger schon seit 20 Jahren und bin von den Vorteilen absolut überzeugt. Deswegen kann ich das auch glaubwürdig rüberbringen. Und ich würde, guck mal, das ist natürlich ein Zwiespalt, wenn ich jetzt beim Händler eingeladen bin, einen großen, namhaften Händler.
Und da kommt ein Kunde, möchte beraten werden, dann berate ich den fair und ehrlich, weißt du. Und guck mal, dann gibt es einige, die sagen, ja, ich will nach Norwegen zum Beispiel, ich möchte gerne 50er monophile Schnur auf der Rolle haben. Ich sage, du, sag, wir haben mittlerweile geflochtene Schnüre, also ich rate dir eher, ne, die haben gewisse Vorteile. Nee, mache ich immer, ja, sag ich, wenn das, dann machst du das, nicht? Also wie gesagt, das andere ist meinen Augen besser, aber dann kriegst du eben 50er monophile Schnur, wenn du davon überzeugt bist, fisch damit, nicht? Und so ist das ähnlich. Du hast ja auch oft diese Fangfragen, dass Leute eigentlich nur eine Bestätigung brauchen. Die haben schon gekauft und fragen dann, was du davon hältst. Weißt du? Und ich würde auch nie Produkte anderer Firmen schlecht machen. Jeder muss seine Erfahrung sammeln. Weißt du? Ich weiß nur, dass die Produkte, die ich empfehle oder vorstelle, weißt du, dass ich von denen überzeugt bin. Und deswegen, guck mal, ich fahre dann ja auch nur zu Händlern, weißt du, wo ich weiß, dass die auch die Produkte dann da haben, die man dann empfehlen kann. Es gibt aber auch, du, andere haben auch schöne Töchter. Ich würde nie sagen, dass die Firmen von Firma XY nicht so gut sind oder ähnliches. Nicht? Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Und die meisten Händler sind ja auch nicht einseitig auf eine Marke fixiert. Die haben ja auch von anderen Firmen gute Produkte, weißt du. Und wenn der Angler damit zufrieden ist und schon seine Erfahrung gemacht hat, ist das ja okay. Ne? Wann geht's los? Nach Berlin? Mhm. Nächsten Donnerstag fahren. Also am Donnerstag reisen wir an. Übermorgen, okay. Nee, in einer Woche. Ach, dieses Wochenende nicht. Jetzt, heute ist ja schon Dienstag. Ja. Also den Donnerstag, ich weiß gar nicht, die Messe ist am 1., 2., 3. Dezember, glaube ich. Also den Donnerstag fahre ich da hin, baue dann auf und dann stand alles, was und dann habe ich da, das ist das Schöne, du triffst ja deine alten Bekannten, Gleichgesinnten, weißt du. Du hast kaum Zeit, mal mit denen zu quatschen oder zu anderen Ständen zu gehen. Zum Beispiel jetzt in Magdeburg, da sind zwei Hallen voll mit Angelgeräten. Also jetzt bist du erstmal in Magdeburg. Da war ich voriges Wochenende. Da warst du, deine Termine. Die geht wie meiner Frau, die weiß auch schon gar nicht mehr, wo ich bin oder wo ich hin soll. Die bringt ja auch die Termine durcheinander. Nein. Aber da hast du kaum Gelegenheit, mal zu anderen Ständen zu gehen oder sowas, weil du den ganzen Tag irgendwo umlagert wärst und Rede und Antwort stehst, weißt du, und das bringt auch irgendwo Spaß, ne? Und abends bist du todmüde. Und dann abends natürlich mit gemeinsamen Kollegen noch mal essen gehen und was trinken. Also. Ich weiß ja, dass Heinz uns auch gerne hört. Hallo Heinz. Wie ist der denn so auf der Messe? Ist der dann sichtlich stolz, wenn die Leute kommen? Ist das so? Es ist ja auch so ein bisschen diese Sendung auch sein Baby gewesen und absolut. seine, da hängt ja Herzblut drauf, er hat das entwickelt und da kann er ja auch direkt mit den Leuten kommunizieren und zusammenkommen. Der muss doch da aufgehen und glücklich sein, oder? Ja, aber wie gesagt, Heinz ist so, weißt du, Heinz ist ja auf Messen eher ein bisschen zurückhaltender, weißt du, nicht? Also der ist auf Deutsch gesagt, eine Rampensau. Ja, eigentlich ja. Wenn die Kamera angeht oder ähnliches, was sorgt auch für die Unterhaltung oder ähnliches, aber er ist natürlich dann eben nur eben für unsere Fernsehgeschichte steht er da zur Verfügung, nicht? Und hat natürlich so von Produkten und Ähnlichem, da hält er sich natürlich komplett raus, nicht? Also er macht eben nur, und da hat er auch genug mit zu tun, was die Leute wollen, ja Autogramme haben, Selfies haben, fragen, was. Guck mal, und viele treten ja auch mit Wünschen an Heinz heran, weißt du? Also sein E-Mail-Konto möchte ich nicht verwalten, weißt du? Kriegt er laufend Anfragen, was ist, ehrt ein Jahr, weißt du, wir werden eingeladen von Verein XY, ihr müsst mal zu uns kommen, wir haben Einladungen aus den USA, aus Kanada, aus Neuseeland, die Leute sagen, komm, ihr braucht nur den Flug bezahlen, wir haben Boot hier, wir haben Angelgewässer hier, stellen euch alles zur Verfügung. Und ihr könnt das alles gar nicht annehmen und mitnehmen? Können wir gar nicht, guck mal, wir sind ja auch so ein bisschen norddeutschlastig, also wir müssen ja norddeutsche Regionen und Gewässer vorstellen, in erster Linie, weil wir ja norddeutscher Fernsehsender sind, ne? Wir will dann auch schon mal, wir waren ja jetzt, haben eine Sondersendung gemacht in Bayern, die demnächst gesendet wird in Bayern und Österreich, was so die irgendwann gesendet wird, war auch wunderschön, aber dann irgendwann ist man am Lippen, was, und darum kann er, glaube ich, der kann gar nicht alles beantworten. Dann Einladung, was, unser Opa wird 80, der feiert seinen Geburtstag, begeisterter Angler, das wäre das Größte, wenn ihr kämt, und ach, unser Verein hat 100-jähriges Jubiläum, also es ist laufend, also Heinz hat da wirklich sehr viel zu tun, zum Glück hat er ja eine tolle Sekretärin, die ihn da beim NDR unterstützt, allein die ganzen Autogrammwünsche, Jochen, guck mal, ich selber stehe ja am kein Telefonbuch der Welt und gebe auch ganz, ganz selten mal meine Handynummer raus. Aber ich kriege ständig Anfragen, weißt du, wenn die Leute sich dann direkt an NDR wenden, weißt du, und haben dann eine Frage, die ich dann auch gerne beantworte, nicht? Aber es zieht sich auch immer ein Bumerang raus, weißt du, kannst du uns eine Empfehlung geben für Norwegen? Wo springen uns die Fische von allein ins Boot? Und. Das sind eben so die Dinge,
Dinge, die du dann mit abarbeiten musst. Und guck mal, deswegen müssen auch Leute, die da nicht gleich eine Antwort kriegen oder ähnliches Verständnis für haben, das ist eine Flut von Anfragen, die du wirklich nicht alle abarbeiten kannst. Was, da wird auch schon mal was vergessen. Du, mir drücken sie ja jetzt auf der Messe, zum Beispiel in Magdeburg, dann gucke ich am nächsten Tag mein Handy, dann habe ich da 5, 6 Auto, Visitenkarten, weißt du, was wolle der noch von dir, was wolle der noch von dir? Ja, jetzt ein Kunden. Du, ich will jetzt unbedingt mal nach Grönland, ich möchte mal in Grönland angeln, das kannst du mal für mich organisieren und alles, weißt du, ne? Und, aber da solche Dinge kommen und die vergessen dann einfach, weißt du, dass die natürlich, für die ist das ein Herzenswunsch, der dann gerne erledigt werden muss, aber für denjenigen, der alles abarbeiten muss, ist das dann natürlich nachher ein Wahnsinn. Ne? Aber es gibt ja die Möglichkeit, Fragen zu stellen an fragen@horstunderfisch und ein paar beantworten wie immer. Das machen wir aber in einer der nächsten Folgen. Ich würde sagen, ihr habt jetzt noch die Gelegenheit, uns ganz viele Mails zu schicken. Dann können wir dem Horst die stellen, und zwar in der nächsten Folge. Und dann wollen wir natürlich auch wissen, wie es auf dem Messer war. Das machen wir gerne, Jochen. Ne? Vielen Dank, dass ich deine Nummer habe, dass ich deine Adresse weiß und dass du Zeit für mich hast. Das mache ich doch gerne. Ne?